Bedingt durch die Streams, die ich jetzt wieder etwas öfter mache, ist natürlich auch so, dass dann wieder das ein oder andere Panzer ausfällt. Damit herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks. Und heute spiele ich persönlich für euch die ISO 152, beziehungsweise hab sie gespielt. Das ist ein von mir eigens aufgenommenes Replay. Und ja, da schauen wir doch mal, was ich da so angestellt habe. Vielleicht auch nochmal ganz kurz einen Hinweis. Jetzt am Anfang passiert ja noch nicht viel. Mein Clan Alkbar ist mittlerweile ein reiner Community-Clan geworden. Das heißt, jeder, der Bock hat und einfach einen Clan sucht, der wirklich nur just for fun ist und das ein oder andere Mal mit jemandem zocken will, kann sich gern bewerben, wird dann aufgenommen und noch ist Platz. Also von dem her, Teamspeak gibt es auch, könnt sich da einfach bewerben. Jetzt schauen wir mal, was ich hier mache. Ich wollte erstmal hier rüber auf diese 7er, 8er, 9er Linie. Hab dann aber gesehen, hoppala, das ganze Team ist hier drüben und da wollte ich jetzt dann doch wirklich nicht alleine da mitfahren. Gerade, weil es hier auch ein 9er Match ist, was natürlich mit der ISO jetzt nicht so tragisch ist, aber es ist halt trotzdem so, dass wir hier kein Halt hier sind. Also von dem her habe ich mir dann gedacht, nee, wenn die anderen da drüben alle langfahren, dann nehme ich auch den anderen Weg und schau mal, was hier drüben so geht. Das war der Hintergrund des Ganzen. Schöner Panzer einfach. Kann man sagen, was man will. Wirklich sehr, sehr schön. So, jetzt komme ich aber noch langsam zur Action. Da drüben wird nämlich schon hart geschossen. Und jetzt gehen wir mal in die Ansicht da. T34-3. Auto-Aim drin und der erste Sitz gleich satt. Damit hat er einiges an Hitpoints verloren. So, und natürlich versuche ich erst ein bisschen zu snipen. Aber es kommt erstmal so kein Gegner daher, wie ich es gern hätte. Und dementsprechend werde ich jetzt so ein bisschen aggressiver mal fahren. Da der E75. Aber da kommt der OI da super daher. Leider nicht mein Kill, nicht mein Treffer. Den hatte ich schon ganz klar auf meiner Abschlussliste ganz weit oben gesehen. Aber wollte dann doch nicht. Deswegen jetzt wieder weiter auf den E75 da geaimt. Und da findet auch der Schuss seinen Weg ins Ziel. In dem Fall alles normal, kein Premium. Braucht man auch mit dem Panzer eigentlich nicht, weil wir haben einen Durchschlag von 286 und 329, falls er doch mit Premium. Und jetzt kann ich mir hier den Kill sichern, weil ich da einfach der etwas aggressivere bin. Die Neuner warten alle ein bisschen und ich denke mir, nee, einfach jetzt mal frontal ran. Der E75 ist da jetzt ein bisschen doof, weil der macht natürlich schon Schaden. Das heißt, den wollte ich da wegmachen, aber auch hier war ich eine Mühe zu spät. Eigentlich hätte ich den Schuss sowieso gern gesaved und hätte den für den Conqueror benutzt. Aber jetzt habe ich den Schuss drin und kann den hier rausnehmen. Satter Treffer. Conqueror ist damit zerstört. 8:3 steht es, also da muss man sagen, das ist hier gerade recht eindeutig. Und da vorne ist noch der Rheinmetall. Da feiere ich dem LTDB jetzt einfach mal nach. Und da steht er. Kein HE zwar geladen, aber auch das macht schon Schaden. So, und jetzt, Rheinmetall hat nicht viel Gewicht. Also nehmen wir ihn aufs Korn. Ich mache 129 Schaden, er macht mir 0. Da sieht man mal, Rheinmetall hat einfach kein Gewicht und dementsprechend macht auch damit keinen Schaden. So, da drüben ist noch der VK. Der ist halb voll gegen den vollen T34. Und hinten ist noch ein voller IS. Der T34 ruft um Hilfe, aber ich habe mir irgendwie beim Spielen, das habe ich auch so kommentiert, gesagt, ja, ja, denn, das schafft er schon. Aber dann dachte ich mir, nee, hoppala, ist ja doch der VK der 9er gegen den 8er T34. One-on-one ist nicht so einfach für den, deswegen biege ich jetzt hier ab und fahre doch dann dem T34 helfen, weil man sieht, der VK hat immer noch halb HP und der T34 wird da jetzt gerade auseinandergenommen. Also, gebe ich ehrlicherweise zu, hätte ich vielleicht früher auf den VK fahren sollen, hab's da dem T34 ein bisschen zu viel zugetraut vielleicht. Aber jetzt kriegt er von mir von der Seite einen. Und jetzt fahrt der VK da zurück.
Hier wollte ich den nicht rammen, weil ich weiß einfach, wie schwer der ist. Und jetzt wird er von der Seite genommen und da ist auch schon der Sieg. Das waren 3 Kills, das waren 4.253 Schaden und das in unter 5 Minuten. Also es war eine feine Runde und das Panzerass habe ich bei dem eh noch nicht gehabt, also habe ich es da gerne angenommen. Wenn ihr bei Streams dabei sein wollt, am besten auf Facebook followen oder auch auf Twitch, weil da werdet ihr immer informiert, sobald ich online gehe. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.